Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder mit einem Lego-Set, und zwar einem Lego Speed Champions Set. Aber nicht aus der Speed Champions Größe, über die wir schon öfters geredet haben, sondern die Aston Martin Valkyrie AMR Pro 30434, und zwar eben den kleinen Polybag. Ich habe mit diesen Speed Champions Polybags noch keine großen Berührungspunkte gehabt und bin deshalb sehr gespannt, ob mir dieses Set hier zusagen wird oder eben nicht. Vorne auf dem Polybag sehen wir eben nur kurz und knapp das Set abgebildet und hinten haben wir nochmal ein paar Warnhinweise. Brauchen wir, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt groß durchexerzieren. Wichtig ist, denke ich, nur noch, dass hier wirklich das offizielle Aston Martin Logo verwendet wird. Und eventuell kriegt man ja hier für einen fairen Preis ein sehr kleines Set zugegebenermaßen, was aber wenigstens offiziell lizenziert ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was mir dieses Set gibt. Ich mache das Ganze jetzt auch mal auf und dann schauen wir uns zusammen die Teile und die Anleitung an. Und hier haben wir auch schon die Teile, dann die Anleitung ist eine Auffaltanleitung und hier so einen kleinen Karton mit dabei. Und ich gehe davon aus, dass wir in diesem Karton hier die Sticker haben zum Set. Schauen wir mal, genau. Das ist dann der Stickerbogen zum Set, ist ein relativ kleiner, ist aber natürlich auch ein kleines Set. Dafür wird schon wieder relativ viel Fläche verstickert, aber okay, in der Setgröße ist das alles vertretbar. Und sehr cool finde ich diesen Karton, weil mit diesem Karton kann man den Stickerbogen wirklich schützen. Da hat sich Lego mal richtig Gedanken gemacht, weil in diesen Polybags habe ich sonst meist das Problem, dass die Stickerbögen am Ende böse kaputt sind und das haben wir hier nicht. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, Lego macht sich eben doch noch hin und wieder Gedanken, wie sie die Kunden am Ende glücklich machen können. Die Auffaltanleitung ist natürlich sehr übersichtlich, ist ja auch ein kleines Set. Ansonsten wird hier Lego typisch alles sehr kleinschrittig dargestellt. Ich denke, wir haben auf jeden Fall keine Probleme mit der Anleitung. Es sind insgesamt 21 Bauschritte und Lego typisch wird hier alles in Vollfarbe dargestellt, also es wird nichts ausgegraut und was neu gebaut wird, wird eben mit Pfeilen gezeigt. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen. Ihr seht gleich das fertige Set bei 21 Bauschritten und der wenigen Teileanzahl brauchen wir, glaube ich, echt keinen Zwischenschritt machen. Außer es gibt was wirklich Wichtiges zu sagen. Und dann gibt es am Ende wieder eine Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung, wie ihr das gewohnt seid. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Review. Und fertig ist hier auch schon die Aston Martin Valkyrie, die Lego 30434 aus der Speed Champions Reihe. Und ich muss sagen, ich habe schon super viele Leute sagen hören, dass dieses Set ja unnötig oder hässlich oder ähnliches ist. Und dass eben diese 5 Noppen breiten Sets eigentlich überhaupt keine Daseinsberechtigung haben. Ich vertrete aber eine andere Meinung und möchte das auch gerne hier euch mal so erklären, was ich eben davon halte. Ich habe, wie gesagt, jetzt zum ersten Mal so ein Set gebaut und muss sagen, ich bin trotzdem sehr positiv überrascht, dass es wirklich Spaß gemacht hat, das Ganze zu bauen. Natürlich baut man nur ungefähr 15 Minuten, wenn man langsam ist, vielleicht 20 und dann ist auch wieder alles vorbei. Aber trotzdem war in dieser Zeit der Bau nie langweilig, sondern hat einfach Spaß gemacht. Wir haben ja eine ordentliche Steinequalität, da können wir uns sicher sein. Auch wenn Lego mal ein paar Ausreißer in die eine oder andere Richtung hat, hat man hier immer einen gewissen Grundwert, mit dem man auf jeden Fall Spaß haben kann. Und wenn wir mal ehrlich sind, natürlich ist es nicht das schönste Fahrzeug, was jemals von Lego auf den Markt gebracht wurde. Aber dafür, dass wir hier nicht mal 100 Teile haben und eben nur in 5 Noppen Breite bauen und so einen kleinen Maßstab haben, finde ich, sieht das Ganze wirklich, wirklich cool aus. Und gerade diese kleinen Baulösungen, die hier eben gefunden wurden, um so ein komplexes Fahrzeug darzustellen und wie eben auch Teile anders verwendet wurden, als man es sich sonst gedacht hatte, ist wirklich cool. Und wir brauchen nicht drüber reden. Natürlich ist die richtige Valkyrie aus dem Doppelset von Aston Martin in der 8 Noppen Breite detaillierter und damit auch cooler. Aber nicht jeder kann sich dieses Doppelset leisten, beziehungsweise ein Kind möchte halt auch mal mehrere Fahrzeuge zum Spielen und eben nicht nur eins. Und wenn man hier für so ein Set jetzt ungefähr 3 bis 4 Euro bezahlt und für einen normalen Speed Champion 20 Euro oder wenn es mal gut im Angebot ist um die 15 Euro, dann ist es ein Unterschied, ob ich von den 3 kaufe oder von den anderen 3 kaufe. Und nicht jede Familie hat nun mal das Geld, um sich die großen Sets zu leisten. Und die Zeiten werden ja in dieser Hinsicht momentan einfach auch nicht besser. Und wie viel Mühe sich trotzdem Lego gegeben hat, um dieses kleine Set zu machen, ist einfach eine schöne Sache, mit der man als Kind dann trotzdem auch Spaß haben kann beim Spielen. Gerade vom Rollverhalten ist das super und steht einem normalen Speed Champion Set von Lego nichts nach.
Also man braucht da kaum Kraft, man hat hier fast keinen Widerstand. Das rollt wirklich perfekt. Und meiner Meinung nach erkennt man auch in dieser Größe die Valkyrie. Ich meine, ihr müsst mal bedenken, ein normales Hot Wheel ist nicht viel kleiner als dieses Set. Und trotzdem hat man es geschafft, mit diesen eckigen Steinchen und ein paar netten Bautechniken das Ganze schön darzustellen. Und das ist ein Kompromiss, den ich gern sehe, dass wir ins Kleine gehen, auch ein bisschen rudimentärer und eben dann aber etwas bauen. Und wir haben dann eben diesen Spiel- und Spaßfaktor, heißt konzentrieren, was bauen, Kreativität fördern, haben wir hier eben zusammen. Und ich finde, um die 4 Euro für so ein Set ist ein absolut fairer Preis. Wenn wir zumindest von den originalen Lego-Sets ausgehen. Man bekommt auch die 6 Noppen-Sets aus China für 7 Euro. Aber machen wir uns nicht vor, nicht jede Familie, die eben auch nicht so viel Geld hat, um sich die großen Lego-Sets zu kaufen, weiß davon Bescheid. Und solche Sets hier findet man dann doch mal im Laden, in einem Aussteller und so weiter und so fort. Und so können wir Klemmbausteine wirklich trotzdem weiterhin unter die Leute bringen. Der einzige wirkliche Kritikpunkt, den ich an diesem Set habe, sind die Sticker. Aber nicht unbedingt, weil sie dabei sind, sondern weil der Farbunterschied schon wirklich, wirklich böse ist. Also im Hellgrün ist es schon nicht gerade schön, aber im Dunkelgrün noch extremer. Also das passt farblich einfach gar nicht zusammen. Und das weiß Lego auch, sonst hätten sie es auf der Verpackung und auf den Bildern im Internet nicht so gut wegretuschiert. Am Ende ist es für mich echt eine moralische Frage. Kaufe ich mir jetzt ein offiziell lizenziertes Set in diesem 5-Noppen-Maßstab, relativ klein und damit ein bisschen rudimentärer? Oder kaufe ich mir die 6-Noppen-Sets aus China, die auch echte Fahrzeuge darstellen, aber eben nicht lizenziert sind und teilweise sehr, sehr nah an einem wirklichen 1-zu-1-Fake sind? Wo es dann auch wieder schwierig ist, wenn ich das doch nicht mehr haben möchte, das über eine Plattform zu verkaufen. Diese Probleme habe ich mit so einem Lego-Set mit einer originalen Lizenz eben nicht. Für den privaten Gebrauch würde ich trotzdem sagen, man hat dann mit so einem 6-Noppen-China-Set trotzdem nochmal mehr Spaß und das für einen relativ geringen Aufpreis. Ich würde schon sagen, dass man mit so einem Mazda RX-7 hier, auch wenn ohne Lizenz, nochmal mehr Spaß haben kann als mit der kleinen Valkyrie. Auch ist hier eine Minifigur dabei, die bei der Valkyrie eben nicht dabei ist. Aber für die Leute, die eben nicht so tief in der Klemmbausteinmaterie drin sind und ihren Kindern trotzdem ein kleines, aber feines Klemmbaustein-Set für relativ wenig Geld kaufen wollen, dafür ist es wirklich eine Top-Sache. Ich finde, jeder sollte mal so ein kleines Set hier gebaut haben, bevor er sich ein großes Urteil darüber bildet, wie hässlich und unnötig doch diese kleineren Speed-Champions sind. Wenn ihr es gebaut habt und seid dann immer noch der anderen Meinung und widersprecht mir vielleicht in den Punkten, die ich gebracht habe, ist es ja auch in Ordnung. Aber probiert es doch einfach gerne mal aus. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt oder eins der beiden anderen kleinen Speed Champions, könnt ihr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um nichts mehr in der Zukunft zu verpassen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.